Now I done grew up on some people living their life in bottles. When they had the golden flashback, no bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. So, meine Damen und Herren, das ist ja alles komisch hier. Nach dem letzten Update. Sieht das richtig komisch aus. Ich muss weiter höher. Es ist ja komisch. In den ersten Part nach dem größeren Update, von dem Weihnachtsupdate, oder für das Weihnachtsupdate kann man eigentlich sagen, müssen wir erstmal gucken, wie läuft das jetzt ab, hat sich irgendwas Großes geändert. Also wir sehen schon mal, dass wir allgemein scheiße aussehen. Oder scheiße da sind. Ja, tut mir leid, ich war was aufgestoßen. Schauen wir schon mal, wir müssen irgendwie mal die Lichtformen spezial... Fahrt beenden, interagieren, Sitz zurück, Sitz vor, plus, minus, Schrägstrich und mal. Ah. Ja, so kann man glaube ich fahren. So, können wir fahren. Wir fahren jetzt die Runde im Loop. Ich bin gespannt, ob sich vieles geändert hat oder überhaupt was geändert hat. Bisher, ja, man sitzt unten. Das ist schon mal richtig, richtig mies. Oh, hey, so ein schöner Tag. Oh, ich bin ein bisschen hoch, oder? Ich habe wieder die Fahrkartenautomaten durchaus. Ich finde es auch gut, dass jetzt die andere Außenkamera ist, wegen A, Bordstein und B, Fahrgäste, ob die noch rein oder aussteigen. Das ist vielleicht ein bisschen wichtig. Ich weiß gerade nicht, hat man hier... Haben wir drei oder zwei Türen? Zwei. Okay. Ja, ich habe gerade sehr viel Geld ausgegeben. Mein Auto wird verkauft. Oh, der Gedanke daran. Mein erstes Auto wird verkauft. Oh. Ich kaufe mir einen Golf 6. Bin mal gespannt, ob ich den mir erhalten kann oder nicht. NPC. Wir brauchen auch unser Zentomat, wenn ich hier schon sehe. So richtig zufrieden bin ich irgendwie nicht. Gestern war super. Ich war nachmittags im Schwimmbad und hab dann die ganze Bergparty gemacht. Ja, perfektes Timing. Das war mir klar, der Rest. Ey, guck mal, wie weit ich wegstehe. Also mehr Scheiße. Also allgemein hat sich, glaube ich, also die Qualität sieht irgendwie schlechter aus. Habe ich so das Gefühl. Bin sowieso gerade fast an der Haltestelle vorbeigefahren. Ach, irgendwie. Mir gefällt das gar nicht. Das sieht scheiße aus. Warum gefällt mir das auf einmal nicht mehr? Es gibt neue geile Busse, ja, aber so an sich hat sich das Spiel verändert. So Kakao. Also meine Meinung jetzt nach. Hat sich irgendwie ins Negative entwickelt. Andere werden sich sagen wieder positiv. Es kann natürlich auch sein, dass es durch diese Seitenkamera wieder anders aussieht. Ich bin mal gespannt, wir fahren jetzt diese Runde in Loop. Wir haben zwei Türen. Haben noch sehr viel Zeit, wir können mal kurz auf die Map gucken. Wenn eigentlich der Loop heißt, wir fahren die Runde rund. Wenn das aber nicht klappt, dann müssen wir noch die andere Runde nochmal im Loop fahren. Ich weiß nämlich nicht, Loop ist ja eigentlich die gleiche Strecke normal. Aber irgendwie, aus irgendeinem Grund, ist es nicht. Ich weiß es nicht. So. Oder doch, eigentlich schon. Aber der Gasser wäre jetzt, glaube ich, die letzte. Danach muss man ja abbiegen. Und die Skins haben sich geändert. Das ist mir auch gleich aufgefallen. Damit sie ein bisschen zu mehr. Gut, von drinnen erkennt man das nicht so sehr. Wir gucken mal von kurz von draußen. Also, das ist hier so diese durchsichtige Folie, die man so allgemein an den ganzen Bussen kennt. Auch mit einer neuen Aufschrift von Stax. Sieht jetzt nicht so geil aus über die Schrift, weil im echten Leben wäre die ja glaube ich weg. Dafür ist vorne die Tür aber frei. Also sind allgemein die Türen frei.
Ja, vielleicht nicht das Schönste. Meiner Meinung nach. So, ab geht's. Und Blinkerchen setzen. Ja, also wir haben es kurz vor Weihnachten. Ich mache gerade noch Vor-Production, weil ich bin nämlich in 2 Tagen und die Uhrzeit schon bei meinen Eltern. Also wir haben es jetzt um 12 Uhr und geplant ist da, dass ich da bei meinen Eltern schon bin. Und dass wir ein bisschen Vor-Production. Ah, guck mal, das ist der Citybus, dieser große. Schlagloch, nicht erwischen. Also ich wechsle vom Golf 3 auf den Golf 6, falls das ihnen was sagt und ihnen jetzt egal wird dadurch. Oh, guck mal, das ist die Mokka-Tafel. Die wollen die wir auch haben. Vielleicht gibt es auch ein bisschen mehr Geld jetzt dadurch. Ich weiß, eigentlich muss man jetzt warten, aber ich bin eher, ich möchte irgendwie fertig werden. Ich habe ein paar Parts jetzt aufzunehmen. Ich habe jetzt zum Glück Nachtschicht. Muss aber auch noch was essen. Ich habe noch kein Mittagessen. Gut, es ist gerade erst um 12. Ich war bis jetzt noch Auto kaufen und entscheiden, ob ich es mache oder nicht. Also es gibt doch neue Sounds, also neue Sprüche. Was? Ravonnaki-Brücke? Ich glaube, es gibt doch ein paar Teile mehr, oder? Die kommen mir neu vor. Wenn man so guckt. Dahin geht sowieso nicht weiter. Oh, geht los. Die Brücke kommt mir neu vor. Also der Halt. Nix Halt, Ravio. Die Brücke oder wie? Ah, aber warum? Ja. Also ich glaube, die ist neu. Die kommen mir ziemlich unbekannt vor. Hey, hey, hey! Was war denn? Hey, hey, hey! Halt an, der hält an. Sehr gut. So. Ich weiß nicht, irgendwie kommen die Haltestellen neu vor. Oh, ich habe ewig, ja gut, ich habe auch Ewigkeit nicht mehr das Spiel angemacht. Deswegen auch ein kleines Update. Gut, das waren 8 Minuten. Eine 16K-Leitung. Also eine Haltestelle hasse ich bei uns auch. Und zwar, hier wo ich wohne, man fährt, oder der Bus fährt von der ersten Haltestelle los, also von der Haltestelle los, muss dann, und das ist aber bei uns noch enger, 3 mal überkreuzen hier. Warum geht der Loop-Modus nicht? Winter der Leidenschaft ist auch nach 5000 Folgen noch echt so spannend. Augen. Klar. Augenblick. Was? Na klar. Was? Hier ist die Fahrkarte. Klar. Na klar. Ich dachte, ich hätte eine gekauft. Ja, die Zeit hat man jetzt so kurz, deswegen ist er immer noch rot. Das passt ja. Ich bin gespannt, wie die Leute reagieren, wenn ich mit meinem Auto ankomme. Weil Golf ist für einen Fahranfänger schon sehr teuer. Also irgendwie finde ich meine Kopfhörer zu kurz. Ich habe meinen Mann endlich überredet, Winter der Leidenschaft zu gucken. Jetzt ist er ein größerer Fan als ich. Ah, hier glaube ich war das Problem. Weil ich habe nur eine Seite drin und die andere Seite... Ah. War scheiße. Aber ich schaffte dies auch nicht mehr, also. So oder so hätte ich Minuspunkte gegeben. Jetzt ist die Frage, was ist schlimmer, das abrupte Bremsen oder das über Rot fahren? Müsste man vielleicht mal testen. Wir haben 3 Minuten Zeit, Mensch.
Ist auch gefühlt unendlich lang. Hier können wir schnell mal rüberfahren. Wir müssen ja dort zum Rathaus. Schön durchs Wasser fahren. Sag mal, ist bei euch eigentlich Winterstimmung angekommen? Also bei mir ist noch nie so die richtige Winterstimmung angekommen. Keine Strafe? Schlüssel nicht finden. Ja, das war's. Die Runde ist vorbei. So, Ende. Dann gucken wir mal gemeinsam. Also abruptes Bremsen, das gab hier fast einen ganzen Punkt. Aber Riesen haben volle Sterne bei der Runde. 20.000 gibt's. Ja, was mit der hier ist, da müssen wir in der nächsten Runde die hier nochmal fahren. Verfüge über zwei Fahrer, nutze nur Erdgut. Okay. Das gehen wir hin, das ist kein Problem. Das hier wird nur noch ein Problem sein. 5. Wir haben gerade mal 2 hier. Das ist ja... Da müssen wir uns was einfallen lassen. Aber... Jetzt gucken wir mal. Ja, guck mal. Die Brücken sind neu hier. Also die ist neu hier. Habe ich so im Gefühl. Also nächstes kommt ja sowieso nur noch hier hinten so ein bisschen... Nee, das ist ja Autobahn. Was kommt denn als nächstes noch? Das war's eigentlich. Gut, aber ich sage, wenn euch der ganze Podcast gefallen hat, dann rum, wenn ich einen Daumen nach unten schreibe, dann kommt darüber mehr davon, sehen wir das auch nicht. Dann bis zum nächsten Mal, sagt er, wenn sie. Ciao, ciao.